Flamur, Schala, Fokusstrategie, wir haben. Jetzt habe ich gerade einfach das so gestartet. Es kann sein, dass da bei dieser Aufnahme jetzt Stimme und eine leichte Verzögerung gibt. Darum sage ich es nochmal. Vielleicht hat es das aber aufgenommen, was ich vorher gesagt habe. Aber ich bin der Flamur Schala, Fokusstrategie GmbH. Aufsätze und Publikationen aus dem Bundesgericht. Ich lese das jetzt noch so ein und nachher muss ich da noch kurz. Nachher kann ich es richten im nächsten Video, sodass das wieder übereinstimmt. Wir haben Dienstag. Der 1. Februar 2022. 13. Treffen. Der Obersten. Verwaltungsgerichtshöfe Österreichs. Deutschlands, des Fürstentums, Liechtenstein und der Schweiz. Vaduz 2002. Landesbericht der Schweiz, internationales Verwaltungsrecht, also Landesbericht, haben Sie jetzt richtig gesagt, Landesbericht. Der Schweiz, internationales Verwaltungsrecht. Das Territorialitäts- Prinzip und seine Ausnahmen. Also erstens Problemstellung. Doch, ich notiere mir das. Also 1.1. Seit der Entstehung von zentral verwalteten Territorialstaaten ist der Geltungsbereich des staatlichen Rechts grundsätzlich räumlich beschränkt. Die Befugnisse der Staaten, einen bestimmten Sachverhalt ihrer Regelungsmacht zu unterwerfen, in Klammere, Jurisdiktion, Klammer zu, ist Ausfluss ihrer völkerrechtlichen Souveränität. Die Frage, wie weit ein Staat mit seinem Recht Ereignisse oder Personen außerhalb seines Territoriums erfassen kann, hat unter dem Stichwort der extraterritorialen Wirkung, vor allem im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, immer wieder zu heftigen Kontroversen Anlass gegeben. Zahlreiche Vorgänge finden heute in mehreren Staaten zugleich statt oder überschreiten die Staatsgrenzen.
weil sie Wirkungen in Drittstaaten zeitigen und bezwecken. Die einzelnen Staaten sind regelmäßig bestrebt, ihre eigene Politik zu größtmöglicher Wirksamkeit zu verhelfen und ihre Kompetenzen hierzu auszudehnen. Im Gegensatz zum Zivilrecht kennt das internationale Verwaltungsrecht keine allgemeinen, in Klammern nationalen, Klammern zu, Kollisionsbestimmungen, die festlegen würden, welche materiellen Regeln bei Konflikten zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen gelten. An deren Stelle treten mehr oder weniger anerkannte Anknüpfungspunkte, welche einen hinreichenden Bezug, in Klammern genuine link, Klammer zu, schaffen und dadurch die Erfassung eines Sachverhalts mit Auslandswirkung durch eine bestimmte nationale Gesetzgebung rechtfertigen. 1.2. Aus der völkerrechtlichen Souveränität fließt die staatliche Zuständigkeit sowohl zur Rechtsetzung, in Klammer, jurisdiction to prescribe, oder jurisdiction to prescribe, Klammer zu, wie zur Rechtsanwendung, in Klammer, jurisdiction to enforce, Klammer zu. Soweit sich ein Sachverhalt innerhalb des Hoheitsgebiets ein und desselben Staates realisiert, fallen diese Kompetenzen zusammen. Es gilt das Territorialitätsprinzip. Ein sich in einem bestimmten Staatsgebiet ereignender Sachverhalt ist nach dem dort geltenden Recht durch die dort zuständigen Behörden zu beurteilen. Und jegliche Ausübung hoheitlicher Befugnisse bzw. der Einsatz von Zwangsmitteln bleibt den entsprechenden staatlichen Organen vorbehalten. Es sei denn, es bestünde abweichende zwischenstaatliche Abmachungen. Nach dem Grundsatz der Territorialitäts... Ein sich in einem bestimmten Staatsgebiet ereignender Sachverhalt ist nach dem dort geltenden Recht durch die dort zuständigen Behörden zu beurteilen. Und jegliche Ausübung hoheitlicher Befugnisse bzw. der Einsatz von Zwangsmitteln bleibt den entsprechenden staatlichen Organen vorbehalten. Es sei denn, es bestünde abweichende zwischenstaatliche Abmachungen. Nach dem Grundsatz der Territorialität der Normgeltung ist eine Norm nur für die Behörden des Staates verbindlich, der sie erlassen hat. Sie kann an sich auch nur in diesem durchgesetzt werden. Die Normwirkung darf indessen auch auf ausländisches Handeln ausgelegt sein. Vorbehältlich völkerrechtlicher Verpflichtungen wird eine ausländische Norm durch einen anderen Staat nur freiwillig bzw. gestützt auf eine entsprechende Kollisions- oder Verweisungsnorm im eigenen Recht berücksichtigt. Die Beschränkung der Durchsetzbarkeit von Normen auf das eigene Territorium grenzt die Konsequenzen nationaler Rechtsetzung mit Wirkungen über das Staatsgebiet hinaus, indessen je länger, je weniger ein, da aufgrund der internationalen Verflechtungen, insbesondere im Wirtschaftsleben, zusehends länderübergreifende Vollstreckungsmöglichkeiten, Vermögen, Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und so weiter bestehen. Ja, das ist schon. Ja, also am Anfang gibt es eine Literaturauswahl. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Und der Berichterstatter ist der Bundesrichter Thomas Merkli. Das müsste ich vielleicht auch noch hinschreiben.
Berichterstatter. Der Bundesrichter. Thomas Merkli. Also, und jetzt da zurück. Zusehend länderübergreifende Vollstreckungsmöglichkeiten, Klammer Vermögen, Zweigniederlassung, Tochtergesellschaften und so weiter, Klammer zu bestehen. Und dann zur Illustration sei in diesem Zusammenhang beispielhaft auf die Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Schweiz im Fall Mark Rich und Co. AG verwiesen. Die amerikanischen Justizbehörden führten 1984 gegen diese in Zug domizilierte Firma, welche in den USA eine Tochtergesellschaft hatte, ein Verfahren wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung und unzulässige Gewinnverschiebung durch. In dessen Rahmen verlangten sie, ohne den Rechtshilfeweg zu beschreiten, die Herausgabe von in der Schweiz befindlichen Akten, welche nach dem hiesigen Recht von der Firma nicht herausgegeben werden durften, worauf die amerikanischen Justizbehörden die Mark Rich und Co. AG mit einer Beugebuße von $50.000 pro Tag belegten. Der Bundesrat hielt zu diesem Vorgehen in einem Entscheid vom 14. August 1985 fest, Aufforderungen unter Zwangsandrohung an eine in der Schweiz domizilierte Firma, wie sie die amerikanischen Behörden in die Mark Rich & Co. AG gerichtet haben, um die Herausgabe von Geschäftsunterlagen aus der Schweiz zu erzwingen, stellen einen Eingriff in die schweizerische Gebietshoheit dar und sind deshalb völkerrechtswidrig. Die Ausübung hoheitlichen Zwangs auf eine in der Schweiz domizilierte Gesellschaft in der Schweiz ist ausschließliche Sache der Landesbehörden. Das völkerrechtswidrige Vorgehen der amerikanischen Justizbehörden verletzt die schweizerische Gerichtsbarkeit und somit die Gebietshoheit in schwerwiegender Art. Drittens, oder 1.3. Im Folgenden soll in einem ersten Abschnitt auf den Stand der völkerrechtlichen Diskussion bezüglich der Zulässigkeit extraterritorialer Wirkung von nationalen Gesetzen eingegangen werden, in Klammer. Zweitens, Jurisdiktionsabgrenzung im Völkerrecht, Klammer zu. Als problematisch hat sich in erster Linie das Auswirkungs- bzw. Schutzprinzip erwiesen. Diesem ist deshalb am Beispiel einiger Fälle etwas genauer nachzugehen, in Klammer. Drittens, das Auswirkungsprinzip in der bundesgerichtlichen Praxis, Klammer zu. Daran schließen sich eine Darstellung neuerer Tendenzen im Finanzmarkt, Opferhilfe und Straßenverkehrsrecht, Klammer. Viertens, Finanzmärkte, Opferhilfe und Straßenverkehr, Klammer zu. Sowie eine kurze Bilanz, fünftens, Würdigung, Klammer zu, an, bevor ein Exkurs nach der Anwendung des ausländischen öffentlichen Rechts in der Schweiz gewidmet sein soll. Klammer zu. Sechstens, Exkurs, Anwendung von ausländischem öffentlichem Recht, Klammer zu. Also das ist schon. Erstens Problemhandlung. Nachher geht es weiter mit zweitens Jurisdiktionsabgrenzung im Völkerrecht.